Leute, also ein bisschen flüstern diesmal. Ich hoffe, ihr könnt mich auch verstehen. Ich bin ja gerade beim Basti und habe es hinbekommen, dass der irgendwie kurz weggeht, was zu trinken holen und zu essen, so ein bisschen. Weil ein bisschen Hunger und so. Auf jeden Fall, ja, gut, wollte ich mal ein bisschen sein Zimmer stöbern und wollte euch das so ein bisschen mitnehmen. Also gehen wir mal rein. Der ist hier neu renoviert, deshalb dachte ich mir, könnte interessant werden. Also fangen wir mal an. Also zuerst nehme ich erstmal hier so den großen Spiegel, weiß ich ja nicht, hallo. Auf jeden Fall als erstes so gut hier so ein Bild, Comic-Style. Finde ich jetzt eigentlich nicht schlecht, sieht gut aus. So ein Schrank. Mann, ist der leer. Was hat denn der mit seinem ganzen Zeug gemacht? Und da die Lampe, die kennt ihr von einem anderen Video, die muss ich erstmal anmachen. Ui. Oh, es hebt die ganze Stimmung. Auf jeden Fall hier so. Oh. Pflanzen. Ja, gut. Hier das ist auch so ein cooles Bild, das mag ich irgendwie voll. Das kann man jetzt noch anmachen. Und das ist noch nicht mal das Besondere im Bild. Ihr könnt sehen, hier sind so kleine Wellen. Ich finde das richtig geil. Auf jeden Fall hat er jetzt so ein paar neue Bildchen von Frauen. Und ein Longboard-Schrank. Ja gut, den hat er selbst gebaut. Sieht aber richtig gut aus, wie ihr sehen könnt. Richtig professionell mit allem drum und dran. So wie man es eben braucht. Und hat ja, relativ viele Longboards. Also hier hat sich einiges zusammengespart für das Zeug. Hat er hier noch ein Waveboard, das aber leider kaputt ist, so wie es aussieht. Helm. Den hat er bis jetzt nicht einmal angehabt. Also ein Skateboard, naja, nichts Besonderes. Ja, gut, oh, ein Spider-Man. Hier, das ist dann noch so ein anderes Board, das, wie man ja sehen kann, mit 14 Rollen gebogen. Das ist jetzt von mir, das macht er gerade neu. Ja, gut, ich hab nichts gehört. Auf jeden Fall, ja, gut, das wäre das, was er euch gezeigt hätte. Und ich dachte mir so, ich guck mal in die Schränke rein. Also ein paar Schränke, nicht alle. Das Klamottenschränke lässt sich mal weg, weil ich will jetzt nicht gemein sein. Alter, das ist ganz schön ordentlich für so einen Schrank. Wow. Ja, warte mal, was ist das? Ist das ein DS? Muss ich mal reinschauen. Oh shit. Nein, scheiße. Naja, passiert. Also wie es aussieht, ist das DS. Er hält tatsächlich noch ein DS. Das wusste ich gar nicht. Nicht schlecht. Und hier noch so ein Fisch, Piranhas, wie es aussieht. Skorpion, Pyramiden und ich weiß nicht, erkennt man das? Auf jeden Fall ist es so ein Bild von einem Seepferdchen zu 3D-Bild. So, alles hier schön hinräumen, dass nichts aufsteht. Geil, das ist Blattgold. Reines Gold steht drauf. 24 Karat, not bad. Und ein Beyblade. So ein Ding wollte ich früher immer haben, aber bin jetzt so gekommen, eins zu holen. Was ist hier so drin? Ja gut, das sieht jetzt nicht mehr so ordentlich aus. Ah, hier ist noch ein anderes Teil von Beyblade. Ja gut, ich kann es jetzt leider nicht vormachen, ich habe bloß eine Hand frei. Also alles in allem war das jetzt mal sein Zimmer. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht rein. Oh shit, ich muss sagen, tschüss, da kommt was rein. Ciao. Tschüss.